So, jetzt sind wir abgetaucht und irgendwer hat uns gerettet. Ein mysteriöser Abend. Der Pfad des Herrns ist Dschungel. Folge dem Pfad. Und du wirst die Antwort finden. Wo bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier. Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Also ich muss ja sagen, so an sich sehen ja die Viehbrüder hinten da. So, an sich sehen ja die Figuren sehr gut aus, aber Lippensynchron ist, kann man das nicht nennen. So. Was möchte? Manchmal. Genau, aber wir können die gucken. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Dann folge mir, mein Freund. Dennis. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Du musst das Gelände kennen, jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Na, dann gehen wir mal zum ersten Funkturm.
Nein. Ich kann nicht direkt schießen. Würde ich doch nie tun. So. Da ist unser erster Funkturm. Ja, dann laufen wir da mal. Das muss der Funkturm sein. Quatsch. Das ist eine Eisdiele. So eine beschissene Schlange zu töten, oder was? Fängt ja schon wieder gut an mit mir hier. Arsch ist egal. MP und Scharfschutzmunition. Das ist ja schön, dass ich nur eine Pistole habe. Und fast noch vom Turm hier runtergefallen wäre eben. Runtergucken. Genau. Kiste. Blut und Lippen. Noch eine Kiste. Immer schön Kisten aufsammeln, dann können wir alles später kaufen. Neue Waffen und Munition zu kaufen. Ja, stark an Assassin's Creed die Synchronisation auf den Türmen drauf. Aber es ist schön gemacht. Ist die Seile rutschen. Der wird noch glatt. Und hallo, Dennis. Nette Fahrt, hä? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst! Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt! Ich soll jagen gehen. Ich habe eben nicht mal die Schlange erledigt bekommen. Gucken wir jetzt noch ein bisschen Munition. Munition.
Wiedersehen. Zäh latscht. Dann hier lang bleiben. Affe! Äffchen! Rennt hier rum wie so ein Verrückter. Ja, wie ein Affe halt. Krieg dich, hab dich, du bist. Aussteigen können, da noch die Kisten plündern, aber ich weiß jetzt mal, ein bisschen weiterkommen. Mit den Kisten plündern können wir später machen. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Die, so. Voll getroffen, du Gurgelschwein. Ja. Jetzt. Also gut. Hab ich dich. Zack. Moment. Schön den Flatsch in die Tasche gesteckt. Mach ich auch mal so einen Kaffee. Okay, ich hab immer so einen schönen Beutel bei. Da pack ich dann den ganzen Knüppel rein. Na ja, wollen wir mal noch ein bisschen pflanzen hier. Kommen da nicht durch die Bienen, zwischen die Bienenbäume durch oder was? Ich hab dir genau in den Kopf geschossen. Hat sich die ganze Battlefield nicht bezahlt, treffe ich hier nicht mal so ein Wildschwein, was so die ganze Bühne rumsteht. So. Irgendwo ein Blatt. Und hier noch ein grünes Blatt. Ja. Schöne Rucksack. Sollten genug Pflanzen sein.